Und damit willkommen zurück zu Dragon Age 2. Die Schatten da hinten sind gerade sehr creepy. ja, genau. Wir sind hier gerade dabei, für den lieben Fenris nach der Magistratin zu suchen, die wohl irgendwie mit seinem Besitzer, seinem ehemaligen Besitzer, was zu tun hat. Ich weiß es gerade nicht, wie die in. Was ist denn das hier? Ach, da liegt noch was zum Looten. Ich dachte, was glitzert hier? Alles Loot mitnehmen. Ja, genau. Wir haben hier mitten in der Quest pausiert und werden die jetzt schnell zu Ende bringen. Das waren ja diese ganzen Türen, die überall auf der Map zwar eingezeichnet sind, aber die es nicht gibt. Wow, Sklavenhändler! Mein Lieblingsfrühstück. Dafür, dass die so viel mit Magiern zu tun haben, wenn die aus Tevinter kommen, sind die aber verdammt wenig magieresistent. Oh, nein, nicht die Tür zumachen. Du sollst nicht die Tür zumachen. Und da ist auch noch einer, ne? Ach. Den frieren wir doch mal ein und dann schicken wir ihm noch einen Feuerball. Und dann hat sich das Problem doch auch schon erledigt. Sehr gut. Ein verstärkter Riemen für. Ich weiß nicht, wen das steht da leider nie, wenn man es schon gelootet hat. Sebastian, kommst du, kriegst du die auf? Sehr gut. Und dann geht es weiter. Müsste man sie eigentlich gleich haben. Der Questmarker kommt näher und näher, wenn ich mal hier auf die Karte gucke. Ja, nicht mehr weit. Und dann erfahren wir vielleicht ein bisschen mehr. Fenris ist ja bisher nicht sehr, ja, hat ja seine Vergangenheit nicht sonderlich stark mit uns geteilt. Ist sie das? Wie? War ein Fehler. Ich fand das eigentlich eine gute Idee. Ach, gegen dich müssen wir auch kämpfen? Okay. Komm, mach mal das Schild runter jetzt. Feigling! Bitte mal alle weg. Ich vergesse immer, dass ich ja angreifen kann, auch während da das Feuer runterregnet, dass ich sie nur einmal beschwören muss und nicht kanalisieren muss. Was hat die hier viel Zeugs beschworen? War es jetzt dann aber mal, gell, meine Liebe? Sich mit letzter Kraft noch hinter mich geportet, hat nicht viel gebracht. Oh. Halt! Tot bin ich für euch wertlos. Es gibt nur eine Person, deren Tod noch mehr Wert für mich hat. Ich habe Informationen, Elf. Und ich gebe sie euch im Austausch für mein Leben. Wollt ihr mir Daenerys Aufenthaltsort verraten? Was hätte ich davon? Dann nehme ich ihm doch lieber seine Lieblingsschülerin. Ihr habt eine Schwester. Sie lebt. Oha. Ihr wollt euer Leben zurück? Dann lasst mich gehen und ich sage euch, wo sie ist. Wir können ihm die Entscheidung überlassen. Ihr könntet lügen, ja? Woher sollen wir wissen, dass sie überhaupt die Wahrheit sagt? Ihr wisst es nicht. Aber ich kenne Fenris und ich weiß, wonach er sucht. Wenn er will, dass ich Daenerys hintergehe, muss er dafür bezahlen. Eigentlich ist es nicht unsere Entscheidung. Es ist eure Entscheidung. Sonst ist der Narrator nur sauer also auf mich. Habe ich euer Wort? Ich sage es euch und ihr lasst mich gehen. Ja. Ihr habt mein Wort. Ihr Name ist Verenia. Sie ist in Carinus und steht in Diensten eines Magisters namens Arryman. Als Dienerin.
nicht als Sklavin. Sie ist keine Sklavin. Ich glaube euch. Fenris? Na gut, Rache und so, ne? Ich kann's verstehen. Wir sind hier fertig. Möchtet ihr darüber reden? Nein, ich will verdammt nochmal nicht darüber reden. Das Ganze könnte eine Falle sein. Daenerys könnte Hadriana geschickt haben, um ihr von dieser Schwester zu erzählen. Und selbst wenn nicht, wäre es Selbstmord, nach ihr zu suchen. Daenerys muss von ihr wissen. Und ihm ist mit Sicherheit auch bewusst, dass Hadriana es weiß. Aber alles, was zählt, ist, dass ich diesem Miststück endlich das Herz zerquetschen konnte. Soll sie doch verrotten, genau wie alle anderen Magier auch. Und ich dachte schon, ihr werdet unvernünftig. Wir sollten vielleicht gehen. Spart euch euer Mitgefühl. Ihr habt gesehen, was hier geschehen ist. Es wird immer irgendein Grund, eine Entschuldigung dafür geben, warum Magier so etwas tun müssen. Selbst wenn ich meine Schwester finden sollte, kann niemand sagen, was ihr die Magister angetan haben. Was hat die Magie jemals berührt und dadurch nicht verdorben? Ich muss gehen. Ja, da haben wir wieder die Feindschaft mit Fenris hergestellt, zum Glück. Er hat die Gruppe jetzt auch verlassen. Keine Angst, er ist nicht permanent weg. Er ist einfach jetzt ein bisschen mitgenommen. Ich hoffe übrigens, das Gewummer im Hintergrund stört euch nicht. Das ist tatsächlich zwei Stockwerke unter mir, dass sie da noch irgendwas in der Wohnung machen. Aber ja, die Handarbeiter sind im Verzug und alles Mögliche. Und deswegen wird dann auch samstags gearbeitet. Und jetzt kann ich samstags dann nicht aufnehmen, wenn ich eigentlich wollte. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich es abends mache. Und wenn die halt abends nicht in die Puschen kommen, was will ich machen? So, dann mal zu unserem Anwesen. Damit wir vielleicht mit Fenris reden könnten. Guten Tag. Ich habe darüber nachgedacht, was mit Hadriana passiert ist. Du meinst, was du gemacht hast mit ihr. Wir beide sind nicht immer einer Meinung. Aber das heißt nicht, dass ihr meinen Zorn verdient. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich habe mir doch nur Sorgen gemacht. Ich wusste nicht, wo ihr wart. Ich war besorgt. Ich musste allein sein. Als ich noch ein Sklave war, hat Hadriana mich gequält. Sie verspottete mich, gab mir nichts zu essen, raubte mir den Schlaf. Wegen ihres Status konnte ich nichts dagegen tun. Und das wusste sie. Der Gedanke, dass sie mir nun entgleitet. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich wollte es, aber ich konnte nicht. Euer Wunsch nach Rache frisst euch auf. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Hadriana war hinter mir her. Ich hatte nie die Chance, einfach wegzugehen. Soll ich ihnen etwa vergeben, egal wie oft sie mich aufspüren? Soll ich alles vergessen, was sie mir angetan haben? Es heißt, das Vergessen sei der Freund der Gefolterten. Der Freund? Ich habe keine Freunde. Dieser Hass ist eine Krankheit. Diese Dunkelheit in mir. Ich kann sie nicht abstreifen. Und sie haben sie mir eingepflanzt. Ah, deshalb bin ich nicht hergekommen. Ihr wollt also einfach gehen? Ach ja. Die Animationen zu der damaligen Zeit. War es so schlimm? Tut mir leid, es ist nicht... Es war gut. Es klang jetzt das sehr war, aufrichtig, Fenris. Es war besser als alles, was ich mir erträumt hatte. Dankeschön. Eure Zeichen. Sie tun weh, nicht wahr? Das ist es nicht. Ich fing an, mich zu erinnern. Mein Leben davor. Nur Ausschnitte. Das ist zu viel. Es geht alles zu schnell. Ich kann das nicht. Euer Leben davor? Was meint ihr damit? Ich habe mich nie an die Zeit vor dem Ritual erinnert. Aber da waren Gesichter, Worte. Für einen Moment konnte ich mich an alles erinnern. Doch dann verblasste alles wieder. Genau, wir arbeiten einfach daran. Wenn es eurem Gedächtnis hilft, sollten wir es vielleicht öfter tun. Euch ist vermutlich nicht klar, wie verstörend das ist. Ja, hasst mich. Ich habe mich nie an etwas erinnert. Und das alles über mich hereinbricht, nur um dann wieder zu verblassen. Ich kann nicht. Ich kann nicht.
Wir können das alles regeln. Tut mir leid. Ich bin so ein Narr. Das alles hätte gar nicht passieren dürfen. Vergebt mir. Hey. Hat der uns gerade abserviert? Wow, Inventar voll. Ich hätte das Amulett einfach da drin lassen und die ganze Sache vergessen können. Was die Hexe dann wohl gemacht hätte. Na ja, gucken wir uns auch ein paar von den Sachen hier an. Was ist das denn? Oh, Anders Manifest. Mal wieder. Was macht Anders in unserem Schlafzimmer? Pfotenabdrücke? Ich habe ihm doch gesagt, dass er nicht aufs Bett darf. Urana kann wirklich wundervoll Laute spielen. Vermutlich gehörte es zu ihren Pflichten als Sklavin. Aber jetzt ist sie keine Sklavin mehr. Jetzt ist sie eine Angestellte. Ich sollte mir vielleicht ein paar Vorhänge zulegen. Wenn du öfter so über Fenris herfallen willst, dann ja. Handabdrücke? Hat sich etwa jemand am Kronleuchter herumgeschwungen? Sandel? Was? Hing dieses Wappen nicht auch irgendwo in der Feste des Vicomte? Das ist Mutters Zimmer. Ich sollte ihre Privatsphäre respektieren. Okay, respektier du mal. Ist das etwa Isabella? Wer schnitzt denn sowas in einen Treppenaufgang? Isabella. Ah, diese Statue. Moment mal, wo habe ich diese Statue eigentlich her? Immer gut, wenn eine creepy Statue einfach so im Haus auftaucht, ohne dass man weiß, woher. Ich hatte keine Spinnen, sondern Schätze erwartet. Erholt euch gut in Liebe, Isabella. Warum lasse ich mich eigentlich von ihr immer wieder in sowas reinziehen? Hatte Fenris nicht gesagt, der Wein aus Tevinter sei aus dem Blut und den Tränen von Sklaven gemacht? Ich hoffe, er hat einfach nur übertrieben. Ich würde es Tevinter auch zutrauen. Ich sollte Isabellas Bücher am besten ganz oben aufbewahren. Wir wollen Sandel ja keine Angst einjagen. Warum hast du Isabellas Bücher bei dir rumliegen? Ich frag mich. Genau, da oben stehen dann nochmal die DLCs. Oh, Hundi läuft mir nach. Hallo, Hundi. Da lag doch gerade noch irgendein Buch. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Ah, doch, da. Die Abenteuer des Schwarzen Fuchses. Die Abenteuer des Schwarzen Fuchses. Geboren 863 im gesegneten Zeitalter als Lord Remy Vascal, war der Schwarze Fuchs ein tollkühner Dieb und Räuber, über den so viele Geschichten existieren, dass es heute nahezu unmöglich ist, Wahrheit und Legende zu trennen. Obgleich von Adel, gilt er doch als Held des gemeinen Volkes. Zu Beginn verspottete er den tyrannischen und mächtigen Lord von Valchevin. Er trug eine Maske, zeigte sich öffentlich und durchkreuzte die Pläne des Lords so häufig, dass dieser ein enormes Kopfgeld auf diesen listigen Fuchs, daher auch der Spitzname, aussetzte. Der erste Kopfgeldjäger, der sich das Geld verdienen wollte, Carolis, wurde schließlich Remis lebenslanger Partner, nachdem er ihn mehrere Male fast getötet hätte. So erzählt man es sich noch heute in den Tavernen. Die Geschichte wird oft übertrieben dargestellt. Remy als Possenreißer, der Carolis fast in den Wahnsinn treibt, weil es diesem dennoch nicht gelingt, den Schwarzen Fuchs zu erledigen und dadurch die Oberhand gewinnt, was den Kopfgeldjäger so beeindruckt, dass er sich letztlich anschließt. Nachdem er jahrelang die Männer des Lords gepiesackt und seine Steuereintreiber drangsaliert hatte, laut dem Volk von Orlais eine von Remy Lieblingsbeschäftigungen, wurde Remy angeblich von seiner geliebten Servana de Montfort verraten. In einigen Versionen ist sie sogar eine Magierin des Zirkels und gefangen genommen. Nach über einem Jahr Folter wurde Remy von seinen Leuten, darunter einer reuevollen Servana, aus dem Gefängnis befreit. Gemeinsam flohen sie nach Orlais. In dieser Phase von Remys Abenteuern taucht er fast überall in Thedas auf. Immer mehr Wirte und Händler schmückten sich damit, dass der Schwarze Fuchs ihr Dorf oder ihr Gasthaus besucht und irgendeine Großtat vollbracht hätte. Wenn die Geschichten stimmen, lieferte Remy den Männern des Lords eine ständige Jagd. Er war in politische Intrigen in Evara verwickelt, wurde von den Krähen aus Antiva verfolgt und von einem mächtigen Magier aus Tevinter entführt. Jedes Mal entkam Remy in letzter Sekunde dem sicheren Tod, überwältigte den Bösewicht und verbesserte das Leben der Armen und Gepeinigten. Dann sammelte er seine Bande von Abenteurern wieder zusammen und zog ins nächste Land.
Über seine Gefährten Carolis und Servana, den weisen Zwerg Boleg und den stürmischen Ritter Ser Clementis entstand mit der Zeit einige Legenden oder eigene Legenden. Alle Geschichten stimmen darin überein, dass der schwarze Fuchs eines Tages verschwand. Er und seine Gefährten zogen ins Herz des Alethenwaldes auf der Suche nach der versunkenen Stadt der Elfen und kehrten nie zurück. Viele Legenden ranken sich darum, was ihnen in dem Wald wohl widerfahren sein mochte und wie sie eines Tages womöglich gerettet werden könnten. Aus Die Abenteuer des schwarzen Fuchses von Gaston Guiraud, 9.11 Zeitalter des Drachen. Der Drachen. Was auch immer. Irgendwas mit Drachen. Jawohl, okay. Also, hier ist so eine Elfin. Sie behauptet, ihr hättet sie hierher geschickt. Ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Ich rede mit ihr. Seid gegrüßt, Herrin. Es war nicht leicht, euer Haus zu finden. Ich war noch nie allein unterwegs, aber ich habe es geschafft. Ihr seid ziemlich bekannt. Ich hoffe, ich konnte mich nützlich machen. Ich habe schon angefangen, sauber zu machen und ich kann kochen. Nicht so gut wie Papa, aber zumindest ein bisschen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann? Was genau könnt ihr denn? Nicht viel, fürchte ich. Die Magistra hatte mir befohlen, sauber zu machen und manchmal etwas abzuholen. Aber Papa wollte, dass ich ihr so selten wie möglich unter die Augen komme. Aber ich lerne schnell. Ich werde euch eine gute Dienerin sein. Bitte, tut mir nicht weh. Was? Nein, hier tut dir keiner weh. Ihr habt viel durchgemacht. Wie fühlt ihr euch? Ich vermisse Papa und die anderen Diener. Ich versuche nicht darüber nachzudenken, was geschehen ist. Mir tut sogar die Magistra leid. Ist das falsch? Ihr habt ihr lange gedient, ich kann euch verstehen. Aber ich werde euch ebenso gut dienen, Herrin. Seid unbesorgt. Wenn ihr hier bleibt, Orana, dann als meine Dienerin. Ihr meint, ich werde keine Sklavin mehr sein? Ihr werdet bezahlt, wie jeder andere auch. Ich war nie etwas anderes als eine Sklavin. So wie auch mein Vater und mein Großvater Sklaven waren. Dann wird's Zeit. Ich werde versuchen, eine gute Dienerin zu sein. Habt Dank, Herrin. Ihr seid zu gut zu mir. Ich habe alles sauber gehalten. Wunderschön. Ich habe mich gefragt, ob ich nicht vielleicht wieder heiraten Was? Sollte. Nein. Mir ist nicht entgangen, wie du und dieses Elfenherzchen euch ansehen. Er hat mich gerade abserviert. Ich bin mir sicher, das Letzte, was du brauchst, ist deine Mutter, die dir jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, über die Schulter sieht. Aber vielleicht gibt es ja doch noch so etwas wie ein Leben, wenn die Kinder einem erstmal entwachsen sind. Niemand wird Vaters Platz einnehmen. Oh, verklickt. Entschuldigung. Malcolm war die Liebe meines Lebens, der Vater meiner Kinder. Niemand kann jemals die Lücke füllen, die er in meinem Herzen hinterlassen hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich auf meine alten Tage nicht ein wenig Gesellschaft verdient hätte. Das war wirklich ein Missklick. Ich wollte eigentlich die zweite Option nehmen. Das habe ich meine Mama angebrüllt. Das habe ich ein schlechtes Gewissen, Manu. Okay, ich nehme wieder meine süßen Jungs hier mit. Gut, dann gucken wir mal. Machen wir einfach mal Unterstadt. Machen wir einfach mal irgendwas, was nebenquestig aussieht. Und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Habe ich ihr jetzt hier? In Tevinterleg. Ihr werdet dort glücklicher. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Dort wäre eure Magie ein Zeichen der Ehre. Als Schüler des richtigen Magisters würde es euch bestimmt gut gehen. Hat das Ganze auch einen Haken? Nur wenn es euch stört, Sklaven zu besitzen und hin und wieder ein Blutritual abzuhalten. Machen das denn wirklich alle? Nur diejenigen, die sich nicht darüber beschweren, wie machtlos und verfolgt sie sind. Okay, wir klappern hier noch schnell die Händler ab. Isabella! Ach komm! Da nimmt den Plunder. Und ich muss aufs Inventar nochmal aussortieren. Das ist hier. Was, ein Siegelring? Nehme ich mit. Enthält ein oder mehrere Punkte, um seine Attribute zu steigern. Nehme ich auch mit. Und du hast nichts mehr. Okay. Ja gut, ich werde mein Inventar irgendwann mal offscreen aufräumen. Hoffentlich vergesse ich es nicht wieder und habe dann die ganze Zeit ein volles Inventar. Gerechtigkeit erlaubt mir nicht mehr, mich zu betrinken. Da ist auch noch ein Händler. Vermisse ich es. Ja, Gerechtigkeit erlaubt ihm nicht mehr, sich zu betrinken. Ganz ehrlich, ich würde mir einen neuen Mitbewohner suchen.
gehen noch schnell beim Rüstungshändler vorbei und holen noch schnell das Rüstungsupgrade für Evelyn. Und dann gehen wir auf zur Quest. Ich hätte auch unten durch können, ne? Ich hätte gar nicht oben durch müssen. Komme ich da etwa gar nicht durch? Oh doch, ich dachte gerade, da komme ich jetzt gar nicht durch. Das wäre so wieder typisch ich gewesen. Dann schauen wir uns die vielleicht noch schnell an. Na, mit Blick auf die Uhr wird es wahrscheinlich sonst wieder zu lang. Und ich mache so ungern während einer Quest einen Cut. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Pause und reden dann in der nächsten Folge mit Ariani. Bis dahin. Ciao, ciao.